Sehr geehrte Damen und Herren der Presse, gentili Signore, Signore dei Media, herzlich willkommen hier bei der Pressekonferenz des Südtiroler Schützenbundes zu unserer Aktion Südtirol 100 Jahre namenslos. Warum Südtirol 100 Jahre namenslos? Vor 100 Jahren hat die sogenannte Kulturnation Italien unsere historisch gewachsenen deutschen und ladinischen Ortsnamen verboten und abgeschafft und anstelle dessen erfundene italienische faschistische Ortsnamen eingeführt. Die historischen deutschen und ladinischen Ortsnamen haben bis heute keine amtliche Gültigkeit. Sie werden nur geduldet, währenddessen die erfundenen faschistischen alleinige Gültigkeit haben. Da also kein demokratischer Mensch Faschismus gutheißen kann oder akzeptieren kann, in welcher Form auch immer und auch nicht in Form von Ortsnamen, ist Südtirol also de facto bis heute namenslos. Mit dieser Aktion will der Südtiroler Schützenbund die Toponomastik wieder ins Gewissen der Menschen rufen. Bereits in den vergangenen Tagen haben unsere Schützenkompanien durch eine plakative Aktion landesweit auf dieses Thema hingewiesen. Zwei dieser Tafeln sehen Sie hier. Die wichtigste, eine Kulturnation fälscht Namen. Vor 100 Jahren hat also Italien, die sich so gerne als Kulturnation bezeichnet, dieses Verbrechen, dieser Vergewaltigung an unsere Kultur begangen. Und besonders beschämend ist es, dass diese sogenannte Kulturnation, die sich heute demokratisch nennt, weiterhin an diesen Verbrechen festhält, ja sich daran klammert und dieses vehement verteidigt. Durch die Wiedergutmachung, durch die historische Wahrheit, sprich die Abschaffung der erfundenen faschistischen Namen und die Wiedereinführung der historisch gewachsenen deutschen, ladinischen und ich betone auch italienischen Ortsnamen, kann die Kulturnation Italien ein Zeichen demokratischer Reife beweisen. Ich übergebe nun das Wort an unseren Bundeskulturreferenten Martin Rowatscher. Martin, bitte um deine Ausführungen. Dankeschön. Das Thema Toponomastik in Südtirol war und ist aktuell, man muss ehrlich sein, in der politischen wie gesellschaftlichen Debatte nicht präsent. Dies will der Südtiroler Schützenbund ändern. Anlässlich der 100-jährigen Wiederkehr des königlichen Dekretes Nummer 800 vom 29. März 1923, welches de facto das Verbot der deutschen Ortsnamen und die damit zusammenhängende Nichtamtlichkeit derselben zur Folge hatte, will der Südtiroler Schützenbund diese Thematik wieder unter die Leute bringen. Es geht dem Südtiroler Schützenbund einerseits um die Sensibilisierung der Nichtamtlichkeit der deutschen und ladinischen Ortsnamen und zugleich auch um die Abschaffung der italienischen faschistischen Fälschungen. Kurzum, die Lösung ist eigentlich relativ einfach. So, jetzt geht's besser. Kurzum, die Lösung ist relativ einfach. Für den Südtiroler Schützenbund sollten nur historisch gewachsene Ortsnamen, deutsche, ladinische und italienische, amtlich sein bzw. amtlich werden. Mit der aktuellen Plakataktion wollen wir als Südtiroler Schützenbund dies nach wie vor bestehende faschistische Unrecht wieder zum Thema machen. Das erste Plakat, wie Sie es hier im Hintergrund sehen, mit einer WhatsApp-Konversation der beiden Kulturgrößen Dante Alighieri und Walter von der Vogelweide. Das ist der Start einer Kampagne, welche den Nerv dieser Thematik treffen soll und wir sind überzeugt, auch treffen wird. Diese Kampagne soll mit einer eher unkonventionellen, an die heutige Zeit angepasste Art der Kommunikation zum Nachdenken und auch zum Hinterfragen anregen. Wir sind uns als Südtiroler Schützenbund absolut darüber bewusst, dass nicht wir dieses Thema lösen werden. Das muss die Politik machen. Mit unserer Aktion möchten wir auch diese in die Pflicht rufen, sich dieser Thematik anzunehmen und sich für eine historisch gerechte, authentische und somit auch friedliche Lösung einzusetzen. Das aktuelle Plakat ist ein Start. Viele, vielleicht ungewohnte und auf den ersten Blick nicht typisch dem Südtiroler Schützenbund zuordnbare Wortmeldungen werden in näherer Zukunft dann wieder folgen.
Ich gebe jetzt das Wort kurz an unseren Bundesgeschäftsführer Major Egon Zemmer, der die technischen und Informationsseiten bekannt geben wird. Grüß Gott, guten Morgen, auch von meiner Seite. Wie ihr bereits kennt, haben wir ja eine Webseite toponomastik.com, die wir ja schon seit Jahren betreiben. Wir haben dort schon etliche Artikel veröffentlicht zum Thema Toponomastik, denn wir haben ja in der Vergangenheit auch viele Podiumsdiskussionen in ganz Südtirol verteilt, haben dort stattgefunden. Und diese Webseite toponomastik.com werden wir auch in Zukunft weiterhin, auch jetzt mit dieser neuen Aktion, mit neuen Informationen füttern und weiterführen. So, dass man auch, wenn man sich zum Beispiel diese Konversation verpasst hat, kann man sie dort auch nachlesen gehen. Wir werden in den Sommermonaten zusätzlich noch eine Aktion mit unseren Schützenkompanien starten. Auch diese Aktion wird sehr ungewöhnlich sein. Sie muss neu sein. Wie ihr Medien auch bereits wisst, ist es heutzutage schwer, die Aufmerksamkeit von den Menschen zu bekommen. Und deshalb verlangt es auch nach außergewöhnlichen Aktionen. Weiteres möchte ich dabei noch nicht sagen. Lasst euch überraschen. Herzlichen Dank soweit von meiner Seite und ich lasse nun den Landeskommandanten den Abschluss vorführen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das sehr zahlreiche Kommen und dadurch wird sicher die Thematik auch wieder mehr unter die Bevölkerung und auch unter die Politiker gebracht. Vergelt's Gott und wir bitten um eine gute Berichterstattung und wir wünschen Ihnen alle ein gutes Nachhausekommen.